Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Donnerstagsgespräch in der Landeszentrale für politische Bildung. Wir haben uns 2015 das Jahresthema gewählt, Freiheit zu Risiken und Nebenwirkungen. Und unser heutiges Gespräch wird unter der Überschrift laufen, wie frei ist der Mensch in Zeiten von Big Data? Dazu haben wir einen Gast eingeladen, das ist Frau Yvonne Hofstetter. Frau Hofstetter kommt aus Bayern, sie ist ursprünglich Juristin und ist dann in die Informationstechnologie eingestiegen als Quereinsteigerin. Sie hat gearbeitet zunächst mal für ein amerikanisches Unternehmen und dann war sie in der Finanztechnologie tätig. Seit 2009 leitet sie ein deutsches Technologieunternehmen, Terramark Technology. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Fusion und Analyse von großen Datenmengen und erarbeitet Softwarelösungen für Kunden im Bereich der Rüstungsindustrie, in der Finanzwirtschaft, aber auch für Behörden. Frau Hofstetter ist nicht nur Unternehmerin, sondern sie ist auch Autorin. Sie hat dieses Buch geschrieben. Sie wissen alles, wie intelligente Maschinen in unser Leben eindringen und warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen. Und dieses Buch, was es auch bei der Landeszentrale für politische Bildung gibt, ist der Anlass für unser heutiges Gespräch. Frau Hofstetter vertritt darin die These, dass wir alle gläsern, überwacht und erpressbar, manipulierbar geworden sind durch den Einfluss der Informationstechnologie und durch die Herrschaft von Internetfirmen. Und sie ist der Meinung, dass wir die Herrschaft über unsere Daten verloren haben und möchte auf dieses Problem aufmerksam machen. Frau Hofstetter schreibt, wenn die menschliche Freiheit eine schützenswerte Errungenschaft bleiben soll, müssen wir sie gegen Big Data verteidigen. Damit bin ich eigentlich auch schon bei meiner ersten Frage, Frau Hofstetter. Sie arbeiten in der Informationstechnologie, verdienen ihr Geld in dem Bereich und schreiben ein sehr kritisches Buch, das sich genau mit diesen Problemen beschäftigt. Wie kamen Sie dazu? Schönen guten Abend nach Dresden und danke für die Einladung. Ja, wie kam es dazu? Ich bin seit 17 Jahren in der Informationstechnologie tätig. Wir bauen künstliche Intelligenzen und künstliche Intelligenzen sind genau die Datenfresser, mit denen wir heute konfrontiert sind. Also hinter dem Glas Ihres Smartphones entwickelt sich ein Ökosystem an künstlichen Intelligenzen. Daten werden nicht mehr gesammelt und ausgewertet von Menschen, sondern das machen heute Maschinen. Diese Maschinen sind extrem leistungsfähig geworden. Gerade in den letzten 5, 6 Jahren haben wir große Fortschritte gemacht in Bezug auf Miniaturisierung von Speichern. Wir können also viel mehr Daten speichern als früher. Rechner sind schneller geworden. Wir können also viel schneller und viel mehr analysieren in viel kürzerer Zeit. Und das ist eine Gefahr, wenn es darum geht, Humandaten auszuwerten und zu analysieren, also den Menschen zu profilieren, zu prognostizieren. Das ist das, was sich alles so hinter diesem sehr schwammigen Begriff von Big Data verbirgt. Es gibt allerdings auch, sage ich, Good Big Data. Das sind nämlich die Auswertungen großer Datenmengen, die sich auf Gegenstände, auf Objekte, auf Sachen beziehen. Beispielsweise in der Industrie, wo man viele, viele Daten sammeln kann von Anlagen, beispielsweise von Luftzerlegern, von Stahlwerken, von Aluminiumwerken. Auch die werden überwacht, auch die werden gesteuert, das Verhalten wird prognostiziert. Man versucht herauszufinden, wie schnell so eine Anlage sich kaputt fahren wird, wann sie in einen neuen Wartungszyklus geht. Dasselbe machen wir auch bei Flugzeugtriebwerken. Da ist das alles kein Problem. Nur wenn der Mensch im Zentrum der Überwachung, der Analyse, der Prognose steht, dann haben wir ein Problem. Denn Menschen haben Rechte, Freiheitsrechte, Gegenstände haben diese Rechte nicht. Ihr Buch hat große Aufmerksamkeit erlebt, ist es auch in der Spiegel-Bestsellerliste mittlerweile drin gewesen. Und ich denke mir mal, ein Grund dafür dürfte auch sein, dass wir die Menschen, die hinter diesen Technologien stehen, die kennen wir nicht. Das ist für uns terra incognita und wir haben irgendwie immer noch das Gefühl, dass das könnten so die bebrillten Nerds sein, die sich nur für ihre Technologie interessieren. Was sind das für Leute, die in der Informationstechnologie arbeiten? Sie sind da Quereinsteigerin. Wie sind Sie von der Juristerei dorthin gekommen?
Ich wollte nicht den Beruf des Rechtsanwalts ausüben, sondern habe Ende der 90er Jahre eine andere Herausforderung gesucht. Und Ende der 90er Jahre haben wir die erste Internetblase erlebt in Deutschland. Also das war so diese erste Welle von Online-Shops. Amazon ist gegründet worden, Google ist 1998 gegründet worden. So, das war diese erste Welle. Und die hat auch Europa erfasst. Und damals gab es noch eine Aufbruchsstimmung in Europa und in Deutschland. Und man hat junge Start-ups finanziert. Man hat noch eine relativ gesunde Wagniskapitalkultur gehabt, die allerdings zugrunde ging, als diese Blase geplatzt ist im Jahr 2000. Seitdem muss man sagen, eben die Menschen, die Unternehmen, die uns diese Dinge liefern, mit denen wir hier konfrontiert sind, sind keine Europäer, denn wir sind hier ausgesetzt oder wir nutzen Gadgets. Also wenn wir beispielsweise an das denken, was wir in der Hosentasche haben, dann wird das kein europäisches Handyprodukt sein, kein deutsches Handyprodukt sein. Warum nicht? Weil wir das überhaupt nicht herstellen hier in Europa. Wir haben zwar Nokia, Nokia gehört inzwischen auch zu Microsoft, ansonsten haben Sie vielleicht ein Apple-Handy in Ihrer Tasche, Sie haben ein Samsung-Handy in Ihrer Tasche, aber da läuft ein Google-Android-Betriebssystem drauf. Sie nutzen Microsoft. Also wir nutzen ausländische Geräte und mit diesen ausländischen Geräten kaufen wir uns, wenn Sie so wollen, eine bestimmte Wertvorstellung, ein bestimmtes Geschäftsmodell mit ein. Und das ist eben das Geschäftsmodell der Überwachung, der Sammelei von Daten, der Auswertung von Daten. Das kommt im Augenblick hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten, weil wir dort eben bevorzugt einkaufen. Wir könnten ja theoretisch auch in China einkaufen, aber das ist uns irgendwie, wird es uns unwohl. Ja, Sie haben in Ihrem Buch auch sehr eindrucksvoll beschrieben, wie die Entwicklung aus der Rüstungsindustrie in die Wirtschaft gewandert ist. Und man fragt sich immer, welche und damit auch sich quasi der hoheitlichen Kontrolle immer mehr entzogen hat, diese Technologieunternehmen. Und man fragt sich dann, welche Rolle soll denn eigentlich der Staat in dem Ganzen? Ja, es ist tatsächlich so, dass das, was heute als Big Data, Internet der Dinge, Industrie 4.0 begrifflich durch die Zeitungen schwirrt, das ist nichts Neues. Technologisch ist das nichts Neues. Das gibt es seit 20, 25 Jahren. Und es ist eben tatsächlich entwickelt worden im militärischen, hoheitlichen Umfeld, in der Überwachung beispielsweise oder in der militärischen Aufklärung, beispielsweise in der Luftraumüberwachung. Von dort sind diese Technologien ausgeschwärmt, wenn Sie so wollen, und zwar durch die geopolitischen Änderungen, die wir durchlebt haben. 89 ist die Berliner Mauer gefallen, 91 ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Und in der Rüstungsindustrie, wo diese Dinge zunächst mal entwickelt worden sind, war man ausgesetzt schrumpfenden Budgets. Und diesen schrumpfenden Budgets stand gegenüber natürlich auch eine Schrumpfung der Mitarbeiterzahlen. Und die Mitarbeiter, die eben früher an Überwachungssystemen gearbeitet haben im Militär, wo das ja auch sinnvoll ist, sie würden ja keine Truppen irgendwo hinschicken, wo sie nicht vorher wissen, wo stehen da irgendwelche feindlichen Radarsysteme oder Ähnliches. Diese jungen Männer, hauptsächlich Physiker, Mathematiker, die sind in andere Industrien ausgeschwärmt, weil sie eben in der Rüstung keinen Platz mehr hatten. Die Bundeswehr musste sich auch umpositionieren, ist ja auch in eine Freiwilligenarmee umgewandelt worden, ist geschrumpft in der Anzahl. Die Schrumpfung hat sich eben auch fortgesetzt in der Rüstungsindustrie und die jungen Männer sind einfach in andere Industrien hineingegangen, haben dort aber genau dasselbe weitergemacht, was sie in der Rüstungsindustrie auch getan haben. Und die erste Industrie, in die man ausgeschwärmt ist, war die Finanzservice-Industrie. Also man hat ja zunächst mal für die Wall Street gearbeitet, denn da geht es auch so ähnlich zu wie im Krieg. Da kann man auch sehr viele Daten sammeln über Investitionsgüter und kann die auswerten, analysieren und dann entsprechend Handelsentscheidungen treffen. Wenn wir uns jetzt mal den individuellen Nutzer anschauen, also wir alle haben wahrscheinlich irgendwelche Smartphones in der Tasche und wir kommen inzwischen auch gar nicht mehr ohne aus. Gleichzeitig wissen wir aber untergründig ja doch, dass das nicht so ganz gut ist, was wir hier machen. Wir melden uns an 1000 Plattformen an, geben überall unsere Daten ab. Aber warum sind die Menschen, obwohl so viele aufklären und obwohl so viele Datenschützer sagen, passt auf eure Daten auf, gebt nicht alles preis, meldet euch nicht auf jeder Plattform an, warum sind die so unkritisch?
Einerseits geht es natürlich um den persönlichen Nutzen. Ich habe junge Menschen gehört, die gesagt haben, sollen Sie doch alle meine Daten haben, wenn es mir nützt. In diesem Satz stecken mehrere Denkfehler. Das erste ist, dass man mit Blick auf die Geschichte die deutsche Geschichte an sich nicht versteht. Überwachung hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, die Nutzenmaximierung ist natürlich auch eine Idee libertärer Märkte. Da geht es eben darum, Profit, Eigennutz oder den Nutzen zu maximieren, ist eine Idee der freiheitlichen Märkte, nicht unbedingt eine Idee der sozialen Marktwirtschaft. Und das setzt sich natürlich eben durch, wie ich schon gesagt habe, ein Wertesystem, das wir uns einkaufen, wenn wir beispielsweise verstärkt amerikanische Produkte benutzen. Da ist eben diese Nutzenmaximierung direkt mit eingebaut. Das heißt, wir kaufen uns hier, wenn Sie so wollen, ein anderes Wertesystem mit ein und lassen uns einfangen. Und man muss eben auch sagen, die Apps, die wir nutzen, diese schönen, scheinenden, glänzenden Geräte, die wir präsentiert bekommen, die sind ja auch schick und die sehen auch gut aus. Aber das Problem ist eben, den Nutzen haben wir in erster Linie nicht, haben nicht wir selbst, sondern den Nutzen haben zunächst mal wirklich die Anbieter. Es ist also naiv zu glauben, dass ein Unternehmen, ein kommerzielles Unternehmen wie Google oder Apple, unser Leben optimieren möchte. Nein, die optimieren zunächst mal ihren Umsatz und ihren Gewinn. Das ist nämlich genau das Ziel, das ein Unternehmen hat. Dem geht es nicht darum, unser Leben zu vereinfachen, sondern die schauen zunächst mal auf ihren Profit und auf ihre ökonomische Realität, nicht auf unsere. Insofern ist das Ganze, wenn Sie so wollen, eine Mogelpackung. Was würden Sie denn den Nutzern vor Ihrem eigenen Hintergrund raten, wie man, welche Lösungsstrategien man da fahren kann? Also vor unserem eigenen Hintergrund muss ich sagen, wir sind ein bisschen paranoid, weil wir natürlich sehen, was diese Maschinen leisten können. Die Maschinen, die Daten auswerten, die analysieren, die profilieren, die sind extrem leistungsfähig und in ihren speziellen Aufgabengebieten auch übermenschlich gut. Also die arbeiten besser, zuverlässiger, genauer als Menschen. Das kann einen schon erschrecken, weil sie eigentlich in einen Abgrund an künstlicher Intelligenz schauen und sie denken, hey, oh, wenn das funktioniert und ich lasse das los, kriege ich das dann überhaupt noch unter Kontrolle? Also das ist so ein gewisser Frankenstein-Syndrom, nennt man das. Und dieses Frankenstein-Syndrom, das stellt sich bei den Experten immer wieder ein. Und bei uns ist es wirklich so, wir nutzen, wenn möglich, keine Smartphones. Wir kleben sämtliche Kameras ab an unseren PCs, Laptops. Wir versuchen so wenig wie möglich elektronisch zu kommunizieren. Wir schicken wichtige Dokumente, Verträge und Ähnliches nur mit normaler Post hinaus. Also wir verhalten uns datensparsam. Das kann natürlich im Grunde nicht die Lösung sein. Ich möchte natürlich auch mal gerne ein neues Auto fahren beispielsweise. Die ganz neuen Wagen sind ja fahrende Computer. Das ist eben das Problem mit diesen smarten Dingen, denen wir ausgesetzt sind. Das sind alles Computer, die eine ganze Menge Daten über uns sammeln, die uns nicht nur einen Service zur Verfügung stellen, sondern die eben auch zurückkommunizieren, wo immer das zurück ist. Das kann ein Google-Server sein oder was auch immer, was wir tun. Und wir versuchen uns da abständig zu verhalten und mobilisieren die Politik und die Gesellschaft, hier ein entsprechendes Regelwerk, ein Rahmenwerk zu schaffen, das unsere Daten sicher macht, sicherer macht. Und wir sagen, okay, wir warten noch ein bisschen ab, bis wir hier ein entsprechendes Framework haben, auf das wir uns verlassen können, wo wir das Gefühl haben, ja, jetzt können wir auch doch mal zum Smartphone greifen. Im Moment tun wir das noch nicht. Ich denke mir, aus dem, was Sie gesagt haben, können wir alle unsere Schlüsse ziehen, dass wir in Zukunft besser auf unsere Privatsphäre achten müssen und auf das, wo wir unsere Daten hingeben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Donnerstagsgespräch. Danke.